quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Herzlichen Dank für diese Einladung. Ich komme immer sehr gerne nach Bremen, insbesondere Werber ist mein Club. Und für einen Hamburger ist das selten. Sie wissen auch, Sie haben einen Juristen eingeladen und insofern wird das nicht sehr lustig, was ich Ihnen zu erzählen habe. Aber das ist schon angeklungen, wir haben wieder mal eines dieser grausigen Jubiläen, nämlich morgen wird es in den UNO Generalversammlung wieder eine Entscheidung geben, eine Resolution, in der versucht wird, das, was seit jetzt knapp 60 Jahren auf der kubanischen Wirtschaft und der kubanischen Gesellschaft lastet, zu beseitigen, nämlich das Embargo, das Boykott und die Blockade Kubas. Die Entscheidung wird morgen wie immer auslaufen. Es gibt die überwiegende Mehrheit der Staaten, die zustimmen der kubanischen Resolution. Ein Teil wird sich enthalten. Drei Stimmen werden auf jeden Fall dagegen sein, nämlich USA, Israel. Und dann kommt entweder Vanuatu oder die Malediven noch hinzu. Diesmal allerdings auch die Befürchtung, dass Trump es geschafft hat, Bolsonaro auf seine Seite zu bekommen. Nur wie das auch ist, in der Gesamtsituation wird es leider wie bisher wenig ändern. Nur kurz, wie es dazu gekommen ist. Die erste sozusagen Blockade- und Embargo-Handlung geht zurück auf eine Entscheidung des amerikanischen Präsidenten Eisenhower. Und zwar als Reaktion auf die Enteignung nach der Revolution 1959. Und dort hat er zum ersten Mal gesagt, dagegen werden wir vorgehen mit Sanktionen gegen die Ökonomie und die Gesellschaft. Das wurde dann 1992, nur ganz kurz, nicht zu viele Zahlen, durch den sogenannten Cuban Democracy Act, auch Torricelli Act, wurde das erneuert. Und zwar mit der Zielsetzung, Zitat, um dem kubanischen Volk zur Demokratie zu verhelfen. 1996 in dem sogenannten Helms-Burton Act, der allen wohl bekannt ist, wurde das dann noch umfassender formuliert. Zwar heißt er genau, dass der Cuban Liberty and Democracy Solidarity Act, also er hat alle Werte unserer Wertegemeinschaft wirklich enthalten, die Freiheit, die Demokratie und die Solidarität, und ist gleichzeitig mit einer Verschärfung gemacht, dass nämlich dann auch die berühmte extraterritoriale Wirkung der Sanktionen gesichert ist, dass nicht nur Kuba unter ein Sanktionsregime kommt, sondern auch alle diejenigen, die es wagen, das zu unterlaufen und mit kubanischen Firmen oder Personen irgendwelche Geschäfte machen. Das heißt, Ziel war die totale Isolation Kubas. Ich habe hier auch ein Memorandum aus dem Jahre 1960 noch gerade herausgefischt. Da heißt es ganz klar, was man wollte, Decline and Fall of Castro, also die Beseitigung von Castro. Und zwar dann denying money and supplies to Cuba, also Geld und alle Güter an Kuba zu unterbinden, um den monetären und wirklichen Löhne zu senken, um to bring about Hunger, Verzweiflung und den Sturz der Regierung. Dieses ist damals die Zielsetzung der Sanktionen gewesen. Und wir müssen sagen, wenn wir das bis heute ansehen, es ist immer noch die gleiche Zielsetzung geblieben. Damit verlasse ich zunächst einmal Kuba. Wir sehen im Augenblick, wir haben es im Grunde mit Sanktionskriegen zu tun. Und zwar im Wesentlichen von Seiten der USA und ihren Helfershelfern letzten Endes der EU. Selbst wenn die EU morgen dort
für die kubanische Resolution stimmen sollte. Aber nehmen wir mal all die anderen Länder und die ganzen Staaten, die mit Sanktionen belegt werden. Ich sage nur im Augenblick, das ist also von Kuba dann Venezuela, das ist der Iran, das ist Russland, das ist China, das ist letzten Endes auch die EU mit Zöllen und so weiter. Die Frage ist eigentlich, was ist eine Sanktion? Man muss ja doch einen scharfen Begriff haben, damit man überhaupt klar machen kann, wie steht das mit der rechtlichen Befugnis und den rechtlichen Mitteln auch dagegen? Hat man eigentlich ein Mittel dagegen? Und da gibt es eine Bemühung der International Law Commission, also der Internationalen Rechtskommission der UNO, die sich darum bemüht hat und einen Entwurf über staatliche Verantwortlichkeit für rechtswidriges Handeln entwickelt hat. Was klar direkt darauf geht. Und danach gibt es eine sehr kurze Definition, nämlich Maßnahmen, die auf eine Völkerrechtsverletzung eines einzelnen Staates reagieren und darauf gerichtet sind, diesen durch die Zufügung von rechtlichen Nachteilen zur Einstellung seines rechtswidrigen Handelns zu bewegen. Also kurz ist das Maßnahmen, die dann rechtmäßig sind, wenn sie ein rechtswidriges Handeln versuchen zu beseitigen und denjenigen, der rechtswidrig handelt, auf den rechtmäßigen Weg zu bringen. Das ist an sich der ursprüngliche Begriff einer kollektiven Resolution, die im Wesentlichen dann aber auch von einer dazu befugten Organisation, im Wesentlichen der UNO-Sicherheitsrat, ergehen muss. Es gibt die auch, insbesondere gerade gegen den Iran, aber es gab sie auch gegen Irak, dazu später dann noch einiges. Was uns im Augenblick umtreibt, sind die unilateralen Sanktionen einzelner Staaten. Maßnahmen im Grunde, um ein bestimmtes politisches Verhalten bei einem anderen Staat zu erzwingen. Wir kennen das, das ist Embargo, das sind die Zölle, diplomatische Sanktionen, man kann den Botschafter zurückholen, man kann selbst sozusagen die diplomatischen Beziehungen abbrechen bis ins Äußerste, bis hin zu militärischen Maßnahmen, wie sie im Wesentlichen aus den USA praktiziert werden. Wir sollten uns nicht darüber täuschen, dass der gegenwärtige Präsident derjenige ist, der zwar in der Diskussion ist, aber dass der das hier jetzt so massenhaft entwickelt hat. Alle amerikanischen Regierungen seit Eisenhower haben sozusagen das Konzept des Sanktionskrieges befolgt. Man kann dort eine unendliche Latte von Kriegen und auch von Sanktionen aufzählen. Und auch, was den meisten nicht bekannt ist, die EU haben derzeit über 31 Staaten mit Sanktionen belegt. Ja, recht. Die rechtlichen Grenzen dieser Möglichkeit, was kann man eigentlich dagegen machen? Wir müssen uns dazu deutlich machen, dass Sanktionen grundsätzlich ein legales Mittel sind. Dagegen ist nichts zu sagen, allerdings muss es verschiedene Grenzen, die im Völkerrecht definiert sind, doch da beachten. Das erste ist das sogenannte Gewaltverbot. Artikel 2 Ziffer 4, aber auch das Interventionsverbot Artikel 2 Ziffer 7. Ich will dazu nur ein Zitat, um das plastischer zu machen, was das eigentlich bedeuten könnte. Bei den Venezuela-Sanktionen aktuell hatte Thomas Shannon, der ehemalige Lateinamerika-Direktor des Außenministeriums, Folgendes dazu gesagt, zu diesen Sanktionen gegenüber Venezuela. Die Sanktionen sind mehr oder weniger vergleichbar mit den Bombenangriffen auf Dresden und Tokio. Wir sehen die Zerstörung Venezuelas als Land und als Gesellschaft. Es belegt entweder das Ausmaß einer Fehleinschätzung, wenn sie Sanktionen gegen die venezolanische Erdöl- und Gasindustrie unterstützen, oder ihren Wunsch, Venezuela enormen Schaden zuzufügen, um Maduro zu stürzen. Die eine wie die andere
Variante ist nicht nur moralisch angreifbar, sondern sie ist auch ganz eindeutig völkerrechtswidrig. Das ergibt sich nicht nur aus dem Gewaltverbot, sondern auch aus weiteren Vorschriften, die sich im Völkerrecht befinden. An sich darf völkerrechtswidriges Verhalten nur auch mit rechtmäßigen Maßnahmen konterkariert werden. Man darf also gegen völkerrechtswidriges Handeln nicht selber völkerrechtswidrig auch seine Sanktionen machen. Das sagt auch der Entwurf, den die International Law Commission gemacht hat. Sie sagen, vor Sanktionen muss an sich eine Abmahnung und der Versuch einer gütlichen Einigung vorausgehen. Ein drastisches Beispiel, ein irreales Beispiel eigentlich. Stellen Sie sich einmal vor, man würde dazu übergehen, plötzlich Israel wegen seiner nachhaltigen Verletzung der Menschenrechte und des Völkerrechts mit Sanktionen zu bedrohen. Da müsste erst eine Andeutung und zweitens dann der Versuch der Einigung und so weiter da sein. Nur Israel ist davor gefeit, das wird niemals geschehen, also insofern nicht, aber das ist im Grunde der normale Gang, wie völkerrechtlich mit Sanktionen umgegangen werden muss. Der zweite Grundsatz aus dem Völkerrecht, der die Anwendung solcher Sanktionen beschränkt, ist der nicht sehr fassbare, aber doch sehr wichtige Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Der folgt aus dem Interventionsverbot, das nicht nur militärisch, sondern auch politisch, ökonomisch nicht in die Angelegenheiten eines souveränen Staates eingegriffen werden darf. Auch dort heißt es, wenn Sanktionen, das ist der Versuch, das einzugrenzen durch die International Law Commission, wenn Sanktionen die Schwelle der Erheblichkeit überschreiten, indem sie vitale Staatsinteressen berühren und den sanktionierten Staat in der Ausübung seiner Souveränität spürbar behindern. Dieses kann man durchaus, wenn man sich das ansieht, bei verschiedenen Staaten und bei vielen Sanktionen annehmen. Das ist seinerzeit im Irak so gewesen, das ist zweifelsohne in Syrien so und man muss es wohl auch sagen, die Auswirkungen in Venezuela derzeit und auch in Kuba hat die souveränen Regierungen zu Maßnahmen gezwungen, die sie im normalen Verlauf ihrer politischen Tätigkeit bestimmt nicht so ergriffen hätten. Es gibt ein Urteil auch dazu und zwar schon im Jahre 1986, ein sehr unangenehmes Urteil für die USA. Und zwar hatte sie damals die Contras gegen Nicaragua unterstützt, die damals den Krieg gegen Nicaragua machten. Nicaragua konnte sich nicht mehr wehren, denn gegenüber den USA, weder ökonomisch noch politisch, hat sie in irgendeiner Weise eine Machtposition. Das Letzte, was sie ging, und das sollte sie nicht verwundern, sie ging zum Gericht. Gerichte haben nicht den besten Ruf, da zu helfen, das stimmt, aber sie haben versucht, vor den Internationalen Gerichtshof zu gehen, haben USA verklagt und zwei Jahre später, im Jahre 1986, hat das Gericht ein Urteil erlassen, wo sie die USA in 11 Punkten für schuldig erklärten, was die USA gesagt haben, das kehrt uns gar nicht, wir treten aus dem IGH aus. Das war die. Aber da ist ein Satz, der hier auf diese Sanktionen noch zutrifft. Da sagte nämlich das internationale Gericht, völkerrechtswidrig ist es, da Nicaragua in existenziell wichtigen Belangen zu einem fremdbestimmten Verhalten gezwungen werden soll, um etwas zu erreichen, worauf der sanktionierende Staat keinen Rechtsanspruch hat. Das ist ganz klar, das ist genauso in Syrien. Diese Sanktionen, ob von der EU, ob von den USA, haben nur das eine Ziel, nämlich Regime Change, das heißt Wechsel der Regierung, die Opposition oder die Rebellen an die Regierung, etwas, was kein Staat gegenüber einem anderen Staat als Rechtsanspruch geltend machen kann. Man kann das wünschen und man tut vieles dazu, insbesondere die USA, aber man kann das nicht, ist kein rechtlicher Anspruch.
Es gibt auch weitere Grenzen für die Sanktionen. Und zwar und Grenzen aus den Menschenrechten. Denn, das wissen wir, ich würde bezüglich Kuba ja wahrscheinlich noch gesagt werden, auf was für Auswirkungen das hat. Und bei Venezuela insbesondere, man weiß, es wird jetzt ein US-amerikanisches Institut hat davon gesprochen, dass 40.000 Menschen den Tod gefunden haben in Venezuela aufgrund dieser Sanktionen. Ein US-amerikanisches Institut und nicht etwa ein venezuelanisches. Das heißt, man kann es auch, Sie wissen das, dass sich die beiden damaligen Beauftragten des UNO-Generalsekretärs für die Sanktionen oder für die humanitäre Entwicklung im Irak, Dennis Halliday und Hans von Sponeck, seinerzeit zurückgezogen haben von ihrer Aufgabe, weil sie sagten, diese Sanktionen sind so scharf und so zerstörerisch, dass sie die Menschenrechte verletzen. Und das Einzige, was sie machen konnten, sie haben den Dienst quittiert und sind rausgegangen. Das heißt, diese Sanktionen sind wirklich, wenn sie dauerhaft sind und so gezielt, wie sie auch gemacht werden, zerstörerisch, nicht nur für das Land, sondern, wie der Schellen gesagt hat, auch für die Gesellschaft. Der Menschenrechtsrat hat sich auch darum gekümmert und hat im März 2017, also relativ frisch, eine Resolution verabschiedet, in der sie gesagt haben, dass einseitige Zwangsmaßnahmen, also diese Sanktionen, gegen die UNO-Charta, humanitäres Völkerrecht, das ist das Völkerrecht, welches in Zeiten des Krieges regiert, Normen und Grundsätze für friedliche Beziehungen zwischen den Staaten verstößt. Und hat gleichzeitig alle Staaten aufgefordert, einseitige Zwangsmaßnahmen einzustellen, rückgängig zu machen und nie selbstständig ohne ein Mandat des Sicherheitsrats zu unternehmen. Diese Resolution des Menschenrechtsrats ist mit 32 Stimmen, es ist ja immer ein begrenztes Gremium, es ist nicht so groß wie die UNO selbst, die Generalversammlung, sondern hat ungefähr um die 50 Mitglieder, Mitgliedstaaten, 32 dafür, 14 dagegen. Und diese 14, das sollte man sich auch mal kurz angucken, das sind dann alle europäischen Staaten, die damals drin waren, Großbritannien, Schweiz, Belgien, Niederlande, Nordirland, aber auch Japan und die USA. Die 32 Staaten kommen alle aus Lateinamerika, Asien oder Afrika. Das sind diejenigen, die Sanktionen natürlich nur zu erwarten haben, aber sie selber meistens nicht durchführen können. Das Problem bei einer solchen Resolution wie allen UNO-Resolutionen ist, sie sind nicht rechtsverbindlich, sie sind nicht zwingend. Sie haben keinen, sozusagen, Rechtsanspruch auf der anderen Seite. Das Einzige, was Sie hervorbringen könnten, wäre das sogenannte Völkergewohnheitsrecht. Ein Recht, welches nicht kodifiziert ist, sondern was sich aus der lang anhaltenden Praxis, allerdings muss dabei auch die Überzeugung sein, dass die Länder sagen, daran wollen wir immer gebunden sein, kann sich Völkergewohnheitsrecht ergeben. In diesem Falle wird das nicht der Fall sein, denn die Staaten, die jetzt dagegen waren, sind grundsätzlich gegen eine sozusagen Illegalisierung von Sanktionen. Das ist ihr Mittel, mit dem sie schwächere Staaten immer an die Angel holen können. Und deswegen werden sie das nicht machen, die USA voran, aber auch die EU-Länder wohl kaum. Insofern ist dieses etwas, was zwar eine Dokumentation des Willens insbesondere der Länder aus Afrika, Asien und Lateinamerika ist, aber es hat keine Rechtsverbindlichkeit. Das Gleiche gilt auch mit dem UN-Sonderberichterstatter über die negativen Folgen einseitiger Zwangsmaßnahmen. Idris Jazeera. Dieser hat im Mai dieses Jahres einen Bericht darüber vorgelegt, denn er ist beauftragt worden, diese enorm anschwellende Flut von Sanktionen einmal auf ihre Wirkung und auch auf ihre Rechtmäßigkeit zu untersuchen. Im Wesentlichen hat er sich auf Venezuela, Iran und Kuba konzentriert. Und er kam dann zu dem sehr eindeutigen
Zweck, dass eigentlich alle diese Resolutionen eines im Ziel hatten, nämlich Veränderung der Regierung, sogenannte Regime Change. Und das war es, weswegen man die gesamte Bevölkerung unter Druck setzte. Und von dort her kam er auch ganz eindeutig zu dem Ergebnis, ökonomische Zwangsmaßnahmen zu politischen Zwecken, also Regime Change, sind absolut menschenrechtswidrig, können, wie er dann sagt, zu Hunger und humanitären Katastrophen führen und sind deswegen vollkommen völkerrechtswidrig. Aber auch dieser Bericht ist nur ein Bericht, ist nicht bindend. Dieser Berichterstatter hat eben nur beratende Funktion. Aber im Rahmen der UNO, das ja gebildet ist, nicht eben nur durch die EU-Staaten und die NATO-Staaten, sondern wo eben auch viele andere Staaten der sogenannten dritten Welt aus Asien, Afrika und Lateinamerika ihre Stimme haben, da ist die Situation und auch die Stimmung ganz anders. Es gibt einen UN-Ausschuss für wirtschaftliche und soziale kulturelle Rechte, der sich ebenfalls mit dieser Sache beschäftigt hat. Denn die Menschenrechte sind im Wesentlichen normiert und kodifiziert in zwei Pakten. Das sind die einmal für politische und kulturelle Rechte und zum anderen, nur für politische und bürgerliche Rechte und zum anderen für soziale, ökonomische und kulturelle Rechte. Zwei separate Pakte, deswegen separat, weil man sich zwischen Ost und West nicht auf einen Pakt einigen konnte. Das ist ein anderes Feld. Aber diese beiden Pakte definieren eigentlich das, was bei uns im Augenblick menschenrechtlich anerkannt ist. Und die haben die Möglichkeit, einen immer wieder Kommentare und Empfehlungen herauszugeben. Und zwar haben sie auch zu der Problematik dann der Sanktionen eine Empfehlung herausgegeben, dass sie mit den Menschenrechten unvereinbar seien. Infolge dessen, weil Sanktionen breite Bevölkerungskreise ihre wirtschaftliche Grundlage entziehen und staatliche Infrastruktur, etwa im Gesundheitsbereich, zerstört wird. Also sie haben alles das aufgezählt, was eigentlich bei genauer Betrachtung gerade in Venezuela, aber auch im Irak, in Syrien beobachtet werden kann. Und sie sind zu dem einleitenden Ergebnis gekommen, dass das auch gegen den internationalen Pakt für soziale, ökonomische und kulturelle Rechte verstößt. Ich hatte schon gesagt, dass im Bereich Irak dann Dennis Halliday und Hans Sponeck die UNO verlassen haben. Dafür hat Hans Sponeck nebenbei jetzt auch einen Preis bekommen für seine aufrechte Haltung. Also es ist nicht vergessen, sondern mit der ewigen Aktualisierung dieser Sanktionen kommt man immer wieder darauf zurück, wie verhält man sich eigentlich. Und ein UNO-Auftragter kann dann eben nichts anderes machen, als zurücktreten und seinen Protest darin ausdrücken. Das Problem ist, die USA als eine der einzigen Staaten oder ganz wenigen Staaten haben diesen Sozialpakt gar nicht ratifiziert. Der ist für sie nicht verbindlich. Allerdings kommen sie da in allen Fällen nicht heraus, weil da die überwiegende Meinung auch in der Völkerrechtswissenschaft geht, dass die einzelnen Garantien schon Völkergewohnheitsrecht über den Pakt hinausgebaut sind. Selbst wenn man den Pakt beseitigen würde, würden diese Menschenrechte völkergewohnheitsrechtlich gelten. Nur das stört die USA nicht. Ihr offensiver Völkerrechtsnihilismus geht auch da wie ein Rasenmäher drüber hinweg. Ein weiteres Thema, welches ich ansprechen muss oder was im Augenblick auch sehr aktuell geworden ist, sind die, oder was ich auch schon angesprochen habe, die extraterritorialen Wirkungen der US-Sanktionen. Dahinter steht nun ein wirklich interessantes Konzept der politischen, ökonomischen und militärischen Dominanz der USA und ihrer Vorherrschaft, die sie auch juristisch, also nicht nur ökonomisch, politisch, militärisch, sondern auch juristisch formulieren, dass sie nämlich sagen,
Die Gerichte, der Kongress und auch die Verwaltung sind in ihren Tätigkeiten und in ihren sozusagen Ergebnissen nicht begrenzt auf die US-amerikanischen Grenzen, sondern gehen auch weit darüber hinaus. Um es konkret zu machen, eines wird in manchen vielleicht bekannt sein, der alte, aus dem 18. Jahrhundert schon stammende Alien Tort Claims Act. Das ist ein Gesetz, nach dem Bürger anderer Staaten Schadensersatz in den USA erklagen können gegen Täter oder Schädiger, die gar nicht US-Amerikaner sind, auch wegen Schaden, die nicht in den USA entstanden sind, eigentlich mit den USA nichts zu tun haben. Der Gedanke dahinter ist, Sie sagen ja, eine Weltkompetenz amerikanischer Gerichte, hier auch Schadensersatz denjenigen zu erkennen, die sonst das nicht kriegen können. An sich ein humanitär vielleicht durchaus akzeptabler Konzeption, die allerdings auch zu vielen Problemen geführt haben, so dass die USA das jetzt eingegrenzt haben. Einigen wird die Klage der Hereros wegen Völkermords gegen die Bundesrepublik bekannt sein. Die haben versucht, nach diesem Alien Tort Claims Act Schadensersatz bei der Bundesregierung zu und gegen die Bundesrepublik zu erklagen. Das hat das Gericht aber abgelehnt. Genau die gleiche, ich schweife jetzt etwas, das machen Professoren ja manchmal, Entschuldigung. Die gleiche Situation ist in Belgien gewesen. Auch Belgien hat ein Völkerstrafgesetzbuch, wo Bürger anderer Staaten Schadensersatz einklagen konnten wegen gegen Schädiger, die mit belgischem Territorium nichts und belgischer Souveränität nichts zu tun hatten. Das führte allerdings dazu, dass dann sehr viele dann in politische Schwierigkeiten, jetzt wurde Castro, sollte verklagt werden und so weiter und so fort. Und da haben die Belgier sich von diesem Prinzip getrennt und haben gesagt, nein, es geht nur noch dann, wenn es einen belgischen sozusagen Zugang hat, so wie die USA gesagt haben. Deutschland allerdings hat 2000 ein Völkerstrafgesetzbuch erlassen und hat diesen Grundsatz der Belgier übernommen. Auch hier ist es bis heute möglich, dass man sozusagen klagt gegen jemanden, gegen einen Schädiger und einen Schaden und einen, also Täter, Schaden und Opfer, die nichts mit Deutschland zu tun haben. Das ist im Überschwang der damaligen sozusagen Entwicklung der Strafgerichtsbarkeit. 1998 gab es das römische Statut, dass man sagte, wir müssen es durchsetzen, dass international die Klagemöglichkeit gegen Täter erweitert wird. Das kommt natürlich auch in große Schwierigkeiten. Verschiedene Versuche jetzt, zum Beispiel Bush, Rumsfeld, wegen des Irakkrieges hier anzuklagen, was juristisch möglich wäre, ist natürlich politisch gescheitert. Ich komme zurück zu den extraterritorialen US-Sanktionen. Die weltweite Zuständigkeit der US-Gerichte ist jetzt eingeschränkt worden. Das heißt, Sie haben gemerkt, damit haben wir ein zu großes Feld. Insofern ist das auch kaum mehr machbar. Und wenn wir uns den Iran ansehen, dann will ich das mir etwas genauer auch anschauen. Seit 1979 wird dieses Land nämlich mit einseitigen Sanktionen nach der Revolution von Khomeini überzogen. In der jüngsten Zeit hat sich das verschärft, und zwar als nämlich Trump den sogenannten Aktionsplan, der den Atomdeal mit dem Iran eigentlich geschlossen hat, am 8. Mai 2019 aufkündigte. Im Mai gleichzeitig hat Pompeo, der Außenminister, weitreichende Forderungen an den Iran gestellt, nämlich Beschränkung seines Atomprogramms weiterhin über die Grenzen dessen, was der Atomdeal erlaubt, bis hin
zu Veränderung der Innen- und der Regionalpolitik. Also nach klassischem Konzept der International Law Commission absolut unerfüllbar und auch unmöglich, gegenüber einer fremden Regierung innenpolitische Konsequenzen zu fordern. Am 6. August 1996 hatte die EU eine Exekutivverordnung, und zwar die Wiedereinführung von Sanktionen, die seit Januar 2016 eingesetzt wurden. Seit 2016 waren diese Sanktionen im Iran eigentlich etwas zurückgenommen worden unter der Regierung Obama. Nur ab 2019 dann sind sie wieder verschärft worden, seit Mai 2019, und zwar mit dem Ziel von Trump, die Einnahmen aus den Ölexporten einzutrocknen. Ölimporteuren wurde in den USA die Lizenz entzogen, und das hatte weitreichende ökonomische Konsequenzen. Viele Firmen haben sich aus dem europäischen und asiatischen Raum zurückgezogen. Ausländische Filialen von US-Unternehmen sind ebenfalls betroffen. Das heißt, das Ziel ist ganz eindeutig, hier die iranische Wirtschaft genauso wie die kubanische Wirtschaft so zu strangulieren, dass daraus immer die Hoffnung, irgendwie ein interner Aufstand kommt und von innen dann ein Regime-Change auch ermöglicht wird. Die USA gegen Iran 2010 bis 2013 erlassen hatte, hatten desaströse Auswirkungen auf die iranische Wirtschaft. Sie hat sich danach etwas erholt, und das ist jetzt offensichtlich das Ziel der amerikanischen Regierung, dieses noch einmal zu wiederholen und dann eventuell doch zum Erfolg zu kommen. Die UN-Resolution, die ich vorhin zitiert habe, verurteilt extraterritoriale Auswirkungen vollkommen. Und zwar, soweit sie gegen internationales Recht verstoßen, was sie hier tun, ob gegen Menschenrechte, das verhältnismäßig Grundsatz oder so weiter. Nur, wir wissen, das ist nicht, sagen justiziabel, ist es nicht einklagbar. Jetzt komme ich zu dem, was ich eben anzuführen wollte. Die Europäische Union hat sich damit auch beschäftigt und hat eine Verordnung im Jahre 1996 erlassen. Die hat gesagt, wie können wir uns eigentlich dagegen wehren, wenn in den Verhandlungen die USA gar nicht auf unsere Forderungen einer Verhandelbarkeit eingeht. Sie haben dann allen in den EU-Staaten ansässigen Unternehmen untersagt, die US-Sanktionen zu befolgen. Schadensersatz kann danach vor den europäischen Gerichten noch geltend gemacht werden, und sie sind sozusagen, haben den Weg zu den Gerichten. Dieses ist das Äußerste, was sie eben im Augenblick dagegen gemacht haben, aber praktisch ist kaum ein Verfahren durchgeführt worden, weil die Situation für die Unternehmen über die Schäden, die sie durch Sanktionen bekommen, so unklar und so gefährlich ist, dass sie gar nicht vor Gericht gehen, weil sie dann weiter sanktioniert würden und dieses Instrument nicht in Anspruch genommen haben. Die EU hat dann ein weiteres versucht, einen Zahlungsmechanismus INSTEX zu etablieren, um den Dollar zu umgehen. Nur auch dieses ist ins Leere gegangen, sodass man heute sagen muss, diese Art von Sanktionen, die im Augenblick Iran schwere ökonomische und auch gesellschaftliche Schäden zufügen, sind im Grunde kaum dagegen vorzugehen. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip ist in allen diesen, wo man auch hinkommt, ob das Iran ist, ob das Venezuela, Kuba ist, massiv verstört. Juristisch ist das klar, aber die Frage ist, wie kann man dagegen vorgehen? Und dazu muss ich Sie auch noch mal kurz damit beschäftigen. Da haben wir wirklich bei den extraterritorialen Auswirkungen haben wir eine Grauzone des Völkerrechts. Der Internationale Gerichtshof hatte schon gesagt, damals
von 1970, es gibt keinen Anspruch auf wirtschaftlichen Austausch. Und deswegen hat jeder Staat einen weiten Spielraum zur Begrenzung seiner Handels- und Wirtschaftsbeziehungen. Da ist er vollkommen souverän. Und in bilateralen Handels-, Schifffahrts- oder auch Freundschaftsabkommen sehen wir immer wieder, gibt es gerade für die Möglichkeit von Sanktionen Ausnahmeregelungen, und zwar immer begründet, wenn es um die eigene Sicherheit geht. Das ist immer das Sicherheitsargument, welches auch die USA immer wieder anführen. Und selbst wenn man sich dort in die großen IWF oder WHO Verträge einschaut, überall ist es möglich, Sanktionen auch extraterritorial zu erlassen, wenn es um die Sicherheit irgendeines Landes geht. Der Internationale Gerichtshof hat die Ausdehnung im Jahre 1970 allerdings um etwas eingeschränkt, denn die USA wollten auf alle Firmen, die sie in der EU oder auch irgendwo, an denen sie Anteile hat, ebenfalls natürlich mit Sanktionen belegen können. Das heißt, ihr Souveränitätsausgriff oder Eingriff in die extraterritoriale Sphäre von Firmen, wo sie überhaupt einen Anteil hat, wollte sie sichern. Der IGH hat gesagt, bis zu einem Anteil von 50% ist das nicht möglich. Denn der Sitz und die, sozusagen die Rechtsfigur eines Unternehmens wird nicht durch die Eigentümer, sondern durch den Standort, dort wo das Unternehmen seine Aktivitäten hat, bestimmt. Insofern wäre das ein Eingriff in die Souveränität der anderen Staaten. Die EU-Kommission hat sich dem angeschlossen, hat ebenfalls gesagt, eine Exportkontrolle an von US-Kapital mitbesessenen Firmen in anderen Ländern ist damit nicht möglich. Und zwar haben sie das an einem Fall, der auch sehr aktuell ist, aber schon in den 90er Jahren. Dort gab es ein Unternehmen, welches bei dem Bau einer Gaspipeline in die Sowjetunion damals schon beteiligt war. Den wollten die USA unterbinden, indem sie ihre Anteil in dieser Firma geltend machten. Da sind sie bei der EU-Kommission nicht gelandet. Und das ist sozusagen ja, der Stand bisher der Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Aber, wie ich schon betonte, die USA kennt keine Grenzen für extraterritoriale Anwendung von US-Gesetzen. Deswegen sind Klagen dagegen in den USA zwecklos. Denn die Gerichte sehen das genauso und werden nie einen sozusagen souveränitätsbeschränkenden Ansatz dort unterstützen und einem Kläger Recht geben. Beim IGH hat es keinen Zweck, denn die USA sind dort nicht mehr Mitglied. Die Frage ist dann, kann man wenigstens gegen die unilateralen Sanktionen etwas unternehmen? Ob das Iran ist oder so etwas? Der Helms-Burton-Akt. Der gibt zum Beispiel Exilkubanern und US-Kubanern Schadensersatzansprüche für Enteignung in Kuba seit 1959. Das war durch Obama ebenfalls ausgesetzt worden, aber ist jetzt wieder von Trump auch in Kraft gesetzt worden. Damit können Beklagte, also gegen die Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden, alle Personen oder Firmen sein, die Geschäfte, die mit kubanischen Firmen haben, von denen nachgewiesen werden kann, dass sie irgendwie über enteignetes Vermögen verfügen oder mit dem enteigneten Vermögen ihre Geschäfte machen. Es gibt zwei große Klagen, die es im Augenblick in den USA anhängig sind. Einmal der Oligarch Oleg Deripaska, der sagt, durch die ganzen Sanktionen ist mir ein Schaden von 6,6 Milliarden Dollar, der muss ein reicher Mann sein, entstanden. Und auch Huawei ist auf die schwarze Liste gesetzt worden und
eine Ladung ihrer, sozusagen ihrer Handys und ihrer technologischen Ausrüstung ist in Alaska beschlagnahmt worden. Diese beiden Prozesse sind vor den amerikanischen Gerichten anhängig, aber sie sind immer noch nicht entschieden. Beide Menschenrechtspakte haben ein sogenanntes fakultatives Protokoll, in dem offensichtlich Opfer eine Verletzung von auch dann Prüfungsmöglichkeiten, aber keine gerichtlichen Klagemöglichkeiten haben. Sie können das durch die Ausschüsse prüfen lassen, aber diese Ausschüsse können dann einen Bericht geben, der juristisch nirgends irgendwie vollstreckbar ist. Das ist im Grunde da nur, das kann man sich an die Wand hängen. Das Einzige, worüber man überlegt, ist, ob man von dem IGH, dem Internationalen Gerichtshof, ein Gutachten sich über die Sanktionsfrage erstellen lässt. Und das ist wirklich eine Möglichkeit, die schon mehrfach im Falle Palästinas oder auch Namibias ergriffen worden ist, bei sehr strittigen Fragen. Das müsste allerdings vom UNO-Sicherheitsrat oder von der Generalversammlung beantragt werden. Dazu ist es bisher noch nicht gekommen. Der Iran hat mehrfach versucht zu klagen. 2016, das ist die letzte Klage gewesen, Rückzahlung der sogenannten Frozen Assets. Da sind ihre Vermögensteile in den USA einfach eingefroren worden, über die sie nicht verfügen können. Etwas, mit dem auch Venezuela in den USA und auch in England zu kämpfen hat. Und zwar hat es geklagt auf der Basis des Freundschaftsvertrages von 1955, der damals noch abgeschlossen worden ist. Die USA haben dort klar gesagt, nein, Unzuständigkeit des Gerichts, wir sind sowieso doch nicht mehr Mitglied und vor allen Dingen auch, der Freundschaftsvertrag ist seit 1979, seit der Revolution, nichtig. Das Gericht hat in einem vorläufigen Verfahren doch gesagt, nein, wir sind zuständig und der Freundschaftsvertrag ist, da er nicht aufgehoben worden ist, auch immer noch gültig. Und hat in einer vorläufigen Entscheidung die USA verpflichtet, zumindest Güter der humanitären Hilfe, der pharmazeutischen Versorgung nach Iran durchzulassen. Die USA kümmern sich nicht darum und haben schon angekündigt, auch der Prozess in der Hauptsache, wenn er mal entschieden würde, würde sie nicht gehen. Es tut mir leid, nicht positivere Dinge dort melden zu können, aber es ist nun einmal so, das, was juristisch nicht möglich oder was politisch nicht möglich ist, ist oft auch juristisch nicht sozusagen zu heilen. Als letztes dazu der WTO-Streitschlichtungsorgane, die bereits 1996 von der EU in Anspruch genommen worden ist. Es gibt dort einen Schlichtungsstreit über Streitpunkte der einzelnen Mitglieder. Der letzte ist gerade entschieden worden. Und zwar, dort hat die EU Verstöße des Helms-Burton-Aktes gegen die allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen GATT und auch das allgemeine Abkommen über Handel mit Dienstleistungen GATT gerügt. Dieser Prozess oder dieses Verfahren ist dann aufgehoben worden dadurch, dass das eingestellt ist, insofern, weil die USA sich von diesen Vorschriften dann selber getrennt haben. Also auch dort gibt es keine Entscheidung. Ich weiß nicht, ob ich noch etwas Zeit habe, dann würde ich noch kurz auf Russland. Russland ist in Augenblick ein spezieller Fall. Es gibt geradezu eine Pandora-Büchse der Gesetze und der Verordnungen, mit denen die USA seit 2014 die Russen mit Sanktionen überziehen. Ich will nur kurz drei davon nennen. Einmal der Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Das sind Sanktionen, die ausdrücklich auf ihre extraterritoriale Anwendung erlauben. Dann gibt es hier das Protecting Europe's Energy Security Act. Da wollen die USA kümmern sich um die Energiesicherheit der EU und wollen das mit Sanktionen gegen die EU natürlich
durchsetzen. Dann gibt es Defending America's Security from Kremlin Aggression Act, also der Akt, um sich gegen die Einmischung des Kremls in die amerikanischen Angelegenheiten zu schützen. Alles das sind sozusagen ad hoc Verordnungen und Gesetze, oft von der Administration nur erlassen, mit denen eine Vielzahl von Sanktionen gegen Russland erlassen werden. Ich möchte mich, da sich die EU dem wesentlich angeschlossen hat, mit ihren Mal nur auf die EU-Sanktionen kurz zu sprechen kommen. Denn dieses ist sozusagen die Einzelheiten der USA, das würde zu weit gehen. Auch die EU hat im Rahmen ihrer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, da gibt es einige Artikel, die das ermöglichen, Sanktionen gegen Russland erlassen. Und zwar seit 2014 ungefähr 3 Pakete. Und zwar im März zunächst mal gegen Personen, die für Handlungen verantwortlich sind, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben. Das ist sogar ganz klar, auch nach dem klassischen Sanktionsbegriff, das, was ihr macht, ist rechtswidrig, also haben wir das Recht zu sanktionieren. Das sind dann Einreisebeschränkungen gegen führende Amts- und Mandatsträger, Zivilpersonen aus Russland, auch aus den ukrainischen Separatistengebieten an der Krim und Einfrierung auch dann der ganzen Vermögenswerte, die die eventuell in den USA haben. Der zweite ist vom Juli des Jahres, also man geht dort stufenweise vor, und zwar gegen Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren. Und zwar, das sind dann Beschränkungen für die Lieferung und finanzielle Besicherung von Rüstungsgütern, militärischen Ausrüstungsgütern, aber auch weit darüber hinaus alles das, was man unter dem Begriff des Dual Use, also auch Güter, die an sich zivil sind, aber militärisch verwendet werden können, auch diejenigen sind dort betroffen. Dann alle Ausrüstung am Energiemarkt, Erdölexploration und Förderung, Tiefsee in der Arktis, auch Schieferölprojekten und weiterhin auch der Zugang zum EU-Kapitalmarkt wird gestoppt. Und dann, ja, das ist sozusagen der zweite Kreis, sodass man immer weiter die Ökonomie der Russen eingreift. Das dann mit dem dritten Schritt, das ist die Reaktion dann auf die rechtswidrige Eingliederung der Krim und von Sebastopols in die Russische Föderation. Wie immer man dazu steht, hier ist es ganz klar, dazu will ich jetzt auch nicht viel sagen, aber man rechnet ja, dass es eine Annexion ist, auf jeden Fall völkerrechtswidrig gewesen und deswegen Einfuhrverbote für Waren mit Ursprung auf der Krim, Ausfuhrbeschränkungen für Güter, Technologien im Bereich Verkehr, Telekommunikation, Energie, Öl, Gas, Mineralressourcen, aber auch Investitionsverbote im Bereich von Infrastruktur, Verkehr, Telekommunikation, überall. Das heißt, man versucht also die russische Ökonomie zu strangulieren in all den empfindlichen Bereichen, die dann natürlich auch Auswirkungen hat auf die normale Versorgung der Bevölkerung. Die Frage ist, was kann man eigentlich damit machen, dagegen machen? Was können die Russen dagegen machen? Sie können gegen Sanktionen machen, was sie zum Teil ja auch getan haben, aber so recht, das sollte auch aus meinem Vortrag leider hervorgegangen sein, so recht juristisch nichts. Sie können wohl auch nicht sagen, dass das unverhältnismäßig ist, denn Russland ist ein anderes Land als Venezuela, Kuba oder ein kleines Land, sondern sie können eigentlich nur politisch dagegen vorgehen. Das ist wieder die Frage Verletzung von Menschenrechten dort. Es ist schwierig wohl, das im Einzelnen nachzuweisen in Russland, wegen der Größe und auch der relativen sozusagen Fähigkeit zur Kompensation in diesem großen Reich, vor allen Dingen mit Gütern aus China und mit anderen Reichen. Insofern auch das Gewalt- und Interventionsverbot zieht wohl nicht ganz. Insofern haben die Russen
auch bisher keine juristischen Mittel erwogen, dagegen vorzugehen, sondern das Einzige, was bleibt, sie hätten zum Beispiel den Europäischen Gerichtshof ansprechen können, sie hätten auch den WTO-Mechanismus, das Organ ansprechen können, sie haben es nicht, sondern es bleibt dabei, was politisch begonnen ist, muss politisch beendet werden. Ja, das ist sozusagen das nicht sehr tröstliche Fazit meines Vortrags. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia.